Einen wunderschönen guten Abend hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers zu der Kategorie Trading Setups für Swing Trader. Ich bin Markus Klebe und ich habe heute den Euro-Australischen Dollar für euch, wo ich eben für euch mit euch zusammen mal natürlich auf ein Swing Trading Setup schauen möchte, was ich persönlich ganz gut finde. Vorab aber der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet darauf, dass diese Setups, die ich hier formuliere oder das Setup, was ich in diesem Fall hier formuliere, keine Handelsempfehlung ist, sondern das nur eine Idee meinerseits, die man natürlich in sein Trading implementieren kann, hier eben schauen kann, aber ganz wichtig, ihr müsst die Positionsgröße für euch selbst anpassen, ihr müsst schauen, ob der Stop oder die Stop-Levels für euch passen, ob das überhaupt in euer Trading reinpasst, somit kann man das natürlich irgendwo als Informationsquelle nehmen, aber am Ende muss man alles auch für sich selbst dann anpassen und wenn ihr weitere Fragen habt, dann gerne auf der Website von jfdbrokers.com hier mal schauen, da gibt es nicht nur zum Broker Antworten, sondern auch zu vielen, vielen anderen Dingen, viele, viele Informationen, also schaut da gerne mal nach. Schauen wir hier dann auf den Chart. Ich habe hier mal den Wochenchart vom Euro-Australischen Dollar für euch. Und wir sehen erstmal ganz grob hier eine grobe, große Seitwärtsphase. Das für uns aber hier als Swing-Trader auch nicht so interessant. Und für mich ist es ja, als Swing-Trading-Ideen sind meiner Meinung nach dann auch Ideen, die eigentlich in den nächsten 1, 2, 3 Wochen sich entwickeln sollten. Nicht länger. Und wir schauen hier natürlich jetzt zurück im Chartbild bis 2012. Aber prinzipiell ist es hier erstmal interessant, sich diesen Markt auch auf höherer Zeitebene anzuschauen, weil wir haben hier ein interessantes Ziel, und zwar den 1,6170er Bereich, Pi mal Daumen, den ich jetzt für dieses Setup auch als nicht so unrealistisches Ziel einschätze. Und man sieht hier mit diesen Hochs, mit diesen Punkten, die hier erreicht wurden, hier eben knapp unter diesem Hoch, dass es auch definitiv hier erreichbar ist. Und was noch wichtiger ist, dass die letzte Kernbewegung, die hier stattgefunden hat, seit ungefähr November oder Dezember 2016, dann über 17 sind wir prinzipiell aufwärts gerichtet. Auch auf kurzfristigen Ebenen, wenn man sich das hier anschaut, sind wir in den letzten Wochen und Monaten hier tendenziell aufwärts, haben dann hier mal so eine Konsolidierungsphase, sind jetzt hier aber wieder aufwärts gerichtet und jetzt aktuell in einer Seitwärtszone. Und das ist das Interessante jetzt hier an dieser Swing-Trading-Idee. Wir haben jetzt hier eine Seitwärtszone, in der wir gerade oder bald in Begriff sind, nach oben auszubrechen. Ja, und wir haben vorher eine Aufwärtsbewegung tendenziell gehabt. Was dafür sprechen kann oder was meiner Meinung nach dafür sprechen kann, dass es realistisch ist, wenn der Markt hier den Ausbruch startet. Und dafür nehme ich nochmal mein Zeichenwerkzeug. Wenn wir jetzt hier diesen Ausbruch nach oben starten, dass es durchaus realistisch ist, dass wir an dieses Ziel hier oben ranlaufen können. Moment, ich zeichne das mal. Er braucht hier ein paar Minuten. Ein paar Sekunden, um hier hochzulaufen. Also die Formulierung dieses Setups ist, dass der Markt eben diesen Ausbruch hier schafft und es durchaus realistisch ist, dass wir hier relativ sauber und theoretisch auch relativ schnell, wenn wir diese Bewegung, die wir unten schon mal gemacht haben, dann hier im Prinzip jetzt nochmals vollziehen, sind wir ruckzuck in unserem Zielbereich. Und das ist jetzt auch das Ziel von diesem Trade. Also der Einstieg hier im aktuellen Bereich 1,58 Ziel, dass der Markt bis in den 1,6170er Bereich laufen kann. Jetzt muss man hier schauen, welches Stop-Level man noch wählt für diese Überlegung. Theoretisch müsste der Stop hier unter diesen Tiefs liegen, also unter dieser Seitwärtszone. Das ist eigentlich charttechnisch das richtige Stop-Level. Gefällt mir persönlich allerdings nicht ganz so, weil wenn wir jetzt hier den Ausbruch handeln und diesen Stop-Bereich oder diese Stop-Größe hier im Prinzip nach oben setzen und nochmal nach oben setzen, dann haben wir, wenn wir Glück haben, gerade so ein 2:1 Chance-Risiko-Verhältnis. Somit ist es für mich eigentlich interessanter, wenn man den Stop in dieses Level reinlegt. Und zwar würde ich hier fast sagen, die letzte Tageskerze, also unter der Kerze von heute quasi, wir haben es ja heute den 2.3.2018, dass man den Stop hier durchaus unter das heutige Tagestief packen könnte. Und dann ergibt sich dadurch natürlich ein viel interessanteres Chance-Risiko-Verhältnis, und zwar mindestens 3:1, vielleicht sogar so ein bisschen besser, dass man eben sagt, okay, man packt den Stop eben nicht an das Tief dieser Seitwärtszone, sondern man packt den Stop hier in diesen Bereich. Und da schauen wir gleich mal, was das denn an Level, das ist so der 1,57er Bereich, knapp darunter würde ich sagen. Ja, und dann hat man natürlich hier ein viel, viel interessanteres Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, das schauen wir uns eben mal auf kleinerer Zeitebene dann auch an. Moment, gucken wir hier mal, ziehen uns das groß. Ja, schauen mal, wir sind jetzt hier kurz vor dem Ausbruch nach oben, waren schon mal knapp drüber, aber haben dieses
wichtige Hoch hier noch nicht im Prinzip geschafft. Und sobald wir hier rüber gehen, sollte der Markt eigentlich Bewegung nach oben bekommen. Und interessant ist eben der Stop hier im Bereich, ja genau, 1,57. Also da würde ich schon meinen Stop reinpacken. Dann hat man hier ungefähr 100 Pips Risiko, Pi mal Daumen, ja, und hat dann eben die Chance, dass der Markt, und da gucken wir nochmal, ziehen uns das nochmal ein bisschen kleiner, in den 1,6170er Bereich läuft. Und da hat man dann einfach mal um die 370 Punkte Chance und ungefähr 100 Pips Risiko. Und ich denke, dass das eine ganz interessante Gelegenheit ist, die ich persönlich auch handeln werde und jetzt auch persönlich überlege, ob ich vielleicht sogar heute Abend hier noch die Position reinlege. Interessant wäre natürlich auch noch, wenn der Markt, das zeichne ich auch noch mal kurz ein, aber ich denke, dafür ist es vielleicht schon zu spät, dass der Markt hier noch mal ganz kurz so einen Rücklauf fährt, ja, um dann vielleicht einen besseren Einstieg zu bekommen, dann einsteigen und dann hat man natürlich noch mal ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis mit dem Stop hier drunter. Aber ich denke, für diese Bewegung, die haben wir nämlich heute dann schon mal gemacht im Laufe des Tages, ist es einfach schon zu spät, sondern somit von mir persönlich hier der Einstieg im aktuellen Kursniveau mit dem Ziel 1,6170 und dem Stop im Bereich 1,57. Das mein Trading-Setup zum euro-australischen Dollar. Ich wünsche euch viel Spaß, macht das Beste aus dieser Idee, kann man dazu nur sagen. Und wir hören uns natürlich dann bald wieder zu einem neuen Trading-Setup für Swing Trader. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.